Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Obertal. Ja, wir sind noch am Gülle ausbringen hier auf Feld 8 und es ist so wie erwartet, er muss ewig nachtanken fahren. Also er wird schnell leer beim ersten Mal natürlich. Deswegen habe ich mir was überlegt und möchte das mal heute versuchen. Und dazu müssen wir aber erstmal ein bisschen Bissgold verkaufen, weil ich muss investieren. Ja, bis gleich. Nach dem Intro. So, da sind wir wieder. Ich habe also synthetischen Harnstoff, also das Pissgold, geladen. Und das werden wir jetzt hier im Allesverkauf Süd verkaufen. Der hat den besten Preis. Das gibt wieder ein bisschen Geld. Also gucken, was wir bekommen. Ich schätze so 900 und ein paar zerquetschte. 1000 werden es wohl werden. So gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Ihr werdet gleich sehen, was ich will. Ja, 982.000 plus 20.000 Umweltbewertungsbonus. Also haben wir eine Million. Ah, das ist dann mal eine feine Sache. So, der Kamerad fährt sich jetzt einparken. Das kann der alleine machen. Wir müssen jetzt zum Shop. Und der ist. Jetzt mir überleg hier. Zack. So, dann gehen wir mal ganz offiziell hier hin und kaufen ein. Ich brauche einmal hier LKW. Der braucht viele PS. Reifenhersteller. Oh ja. Felgen. Die sind schön. Die sind's, die sind's, die sind's. So, Rammschutz, gucken wir mal. Machen wir ein bisschen dran. Nee. Nee. Ja. Komm, machen wir mal den ran. Unterbodenfarbe hat er auch. Uiuiui. Rot, grün. Wir machen mal grün. Rückwandaufkleber, das ist hier oben dann. Warrior gelb. Machen wir auch in grün. Türlogo. Machen wir weiß. Fensterscheibentönung. Getönt. Kühlerfigur. Was hat man denn da? Der Falke. Ja, der muss natürlich ran. Der muss dran. Rundumleuchte. Klarglas, keine. Ne, lass mal keine, komm. Jetzt die Farbe. Was ist das für eine Farbe? Chrompetrol. Anbauteilefarbe, die werden in Chrom, jawohl. Anbauteile in Chrom, das gefällt mir. Rammschutz und Kotflügelfarbe.
Rammschutz und Kotflügelfarbe. So. Grill und Rückwand. Was ist das jetzt wieder? Felgenfarbe. Da kann es nur das Obi-Rot werden. Oh, nee, 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 nee. Ich habe vergessen. Ich habe was vergessen. So, jetzt. Obwohl es dem Grün, nee. Gefällt mir nicht. Machen wir es in Blau. So, das wäre einmal der. Den kaufe ich jetzt so, wie er ist. Und jetzt brauche ich noch, mal gucken, wo der jetzt, wo sich der Kamerad versteckt. Ist der da drin? Ja, da haben wir ihn. Da ist er. 60.000 Liter kann der erfassen. Oh, da haben wir auch so viel einzustellen. Lass ich drin. Reifenvariante. Komm, schön breit. Saug- und Überladearm. Komm, machen wir mal dran. Sieht besser aus. Kotflügel. Wir werden so. Straße, Straße, schmal, Straße, breit. Reflektoren. Ja. Machen wir. Logo. Alt. Neu. Design. Schwarz. Grün. Schwarz oder grün? Machen wir grün. Die Felgenfarbe, die mache ich in Chrom. Dann kaufen wir das Ding. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Parkplätze habe ich jetzt keine zugewiesen. Noch keine eingefahren. Was ist jetzt kaputt? Hat jetzt mein Spiel aufgehängt? Gehört mir. Kann ich einsteigen? Da sitze ich schon drin. Ja, das ist ja mal wieder prima jetzt. Ach, ich mach mal ein Wurmloch und starte das Spiel mal neu. Hat sich irgendwas aufgehängt. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich musste leider den anderen LKW wieder loswerden. Der hat irgendwie, hat er bei einem Anbauteil oder so, ich hab ihn mir mal gekauft, ohne was dran zu machen. So wie am Shop habe ich genommen, da funktionierte er. Jetzt habe ich ein paar Sachen dran gebaut und da habe ich einen Lua-Fehler gehabt. Ich habe da gesehen, dass das, und dann habe ich ihn gleich rausgeschmissen. Mache ich nicht lang rum. Da kommt jetzt der LKW eben dran. So, und was ich mit dem jetzt vorhabe, wir fahren einkaufen, Waren einkaufen, Gülle, das bringen wir zu Feld 6, Güllezubringer.
Abfahrt. Oh, ihr habt noch keinen Parkplatz. Ja, das machen wir. Machen wir noch, mein Freund. Die Linie kann ich ausmachen. Ach komm, wenn sie schon an sind, die Linie. Spedition. Güllezubringer. Zack, jetzt hast du einen Parkplatz. So, einkaufen. Gülle. Und los geht's. Jetzt können die Linien weg. Ich habe keine Ahnung, ob Autodrive das kann. Wir werden es erleben. Ich würde sagen, ihr wisst ja, wie man Gülleladen tut und so. Ich mache jetzt wieder ein Wurmloch. Und wir sehen uns dann, wenn wir auf dem Feld sind. Das Feld 8. Da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und hier ist der Platz von diesem guten Teil. Er muss hier jetzt warten. Er sollte sich auch ausschalten, hoffe ich mal. Bin ich? Ich muss auch egal. Jetzt muss ich hier noch was ändern. Und zwar soll er laden. Gülle nachtanken. Feld 6, Gülle nachtanken. Zack. Das mache ich an. Und dann können wir hier an dem Punkt weitermachen. Und dann warten wir mal, was passiert. Ja, der hat nicht mal das Vorgewende geschafft, musste dann nachtanken fahren. Also der wird noch einige Male nachtanken müssen. Und ich habe hier gehen ja 30.000 Liter rein. Also habe ich mir den so zurecht gemacht, dass da 60.000 reinpassen. Das heißt, er lädt zweimal nach. Und wenn der dann leer ist, sollte der losfahren und wieder Gülle laden. Hat der jetzt den Motor ausgemacht? Ne, der lässt den Motor laufen. Naja, egal. Greta freut sich. So die Theorie, meine Freunde. Ob das in der Praxis funktioniert? Das werden wir gleich sehen, weil der Kamerad hier ist gleich leer. Die liebe Maritzel hat mir in einem Kommentar geschrieben, dass sie das Feld gepflügt hätte und neu aufgesetzt. Hätte ich auch gemacht, wenn hier stehen würde, muss gepflügt werden. Aber da das hier nicht steht, habe ich gedacht, ich krieg das Feld aufgepäppelt, ohne neu einzusehen. Mal gucken. Entweder ich verbrenne jetzt einen Haufen Geld, oder es funktioniert. Nee, damit bin ich nicht einverstanden. Naja, weiß auch nicht, warum der da 20 fährt. Egal. Ja, es macht das so einen kleinen Streifen.
damit es hinten am anderen Ende des Feldes dann passt. Aber so wie es aussieht, geht auch nur hier jetzt Gülle raus. Man sieht, hier, da geht kaum was raus. Es wird also nur hier tatsächlich. Naja, dann ist mir's egal. Dann kann er es ruhig machen. Da riecht's gut. Oh, jetzt geht wieder Gülle raus. Ihr seht, wie schnell das Runderrad halt hier im Sekundentakt gehen die Prozente runter. Und da jedes Mal zum Gülleverkauf fahren. Es ist ja, da sitze ich ja morgen früh noch in dem Feld. Deswegen habe ich mir das überlegt. Aber ob Autodrive damit klarkommt, oh, ich weiß, im 19er ging es zum Beispiel nicht. Da musste man das dann mit Cosplay machen. So, jetzt muss er nachgefüllt werden. Jetzt bin ich gespannt. Gespannt wie ein Flitzebogen. Ah, ein bisschen nervös bin ich jetzt. Mal einen Schluck trinken. Wäre ja prima, wenn es funktionieren würde. Bitte, 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 bitte. Tank nach. Oh, er tankt nach. Yeah. Mega. Also das hat mal funktioniert. Natürlich muss ich jetzt wieder zum Feld, klar. Deswegen habe ich meinen Überladepunkt vor der Feldnummer gesetzt, dass ich nicht ewig weit fahren muss. Warum der hier mit 20 rumschleicht, das weiß ich wirklich nicht. Ich hab's doch eingestellt. Nochmal gucken, sicherheitshalber.
Feldarbeit 25. Da kann er 50. Naja. Ich habe keine Ahnung. Ich halt so. Ich kann es jetzt nicht ändern. Der Boden hier jetzt. Stickstoff perfekt. Jawohl. Der Überladewagen steht noch, ja. Der müsste rein theoretisch, wenn der jetzt zum zweiten Mal nachtanken kommt, ist der ja leer und dann müsste der losfahren und neue Gülle holen. Das werden wir relativ schnell merken, weil wir ja relativ viel verbrauchen jetzt. Wir haben ja die ganze Breite. Lieber da jetzt die Gülle rausbringen. Und da geht natürlich die Prozente runter. Hier geht's. Hier haben wir einen guten Boden, sag ich mal. Fluffiger Ton. Und jetzt geht er schon hoch. Jetzt haben wir schon Lehm. Da brauchen wir wesentlich mehr Gülle. Da seht ihr auch, wie das da rattert jetzt. Seht ihr hier Boden, Lehm. Und da lässt er wesentlich mehr Gülle raus. Ja, wir kriegen noch eine Spur hin. Vermute ich mal. Ja, wir sind hier bei fast 23 Kubikmeter pro Hektar. Weil wir hier beim Lehm immer noch sind, wenn wir auf den anderen Boden kommen. Ah, jetzt sind wir bei 16, ein bisschen weniger. 17, ja, das stellt sich immer automatisch neu ein. Hauptsache ich am Ende ist hier der Güllewert perfekt. Jetzt haben wir nur 12, weil wir einen schlüpfigen Ton haben. Die wird er nicht ganz schaffen jetzt, diese Bahn. Und dann schauen wir mal, ob der dann tatsächlich losfährt da hinten und neue Gülle holt, ins Feld bringt. So geht das
wesentlich schneller. Werde ich wahrscheinlich nur brauchen, wenn ich das erste Mal ins Feld mache. Beim zweiten Mal wird er nicht mehr so viel Gülle raushauen müssen. Da muss er eventuell nur einmal nachladen, aber das ist ja egal, er muss nicht so weit fahren. Er kann sich das dann direkt vom Feld holen. So, jetzt. Jetzt wird's spannend. Er macht sich wieder auf die Suche nach der Linie. Na, diesmal fällt er so rum. Ne, doch nicht, er fällt andersrum. Ich habe es natürlich beidseitig gemacht. Er kann so fahren, wie es für ihn am kürzesten ist. Und jetzt, momentan noch, ist es halt so rum. Wenn du jetzt losfällst, wenn du leer bist, dann bin ich sehr zufrieden. Dann läuft es so, wie ich mir das vorgestellt habe. Zack, der ist voll. Und der andere fährt los. Seht ihr? Und wollten die nächste Gülle. Ach, herrlich. So macht das Spaß. Da kommt Freude auf. Feder. Nein! Na gut. Wenigstens stehen wir vor der Ampel, vor der Tanke. Er erkennt die Schranke auch. Er hat nämlich. Er macht seinen Motor aus. Es ist halt der LSMT-Traktor. LKW. Ich glaube, ich werde in Zukunft noch die nehmen. Tun das, wie sie sollen. Ja, und während der jetzt die Gülle holt, kann der andere weiter seine Arbeit machen. Und so habe ich dann keine großartigen Hauben mehr. Wenn jetzt der andere, der wo jetzt Gülle ausbringt, auch befällt, jedes Mal diese Strecke fahren müsste, hier, bis zum Güllekauf oder zu mir am Hof, wo auch immer dann mein Güllelager ist, oh, das wäre furchtbar. Und so kann ich es mit dem machen hier. Müsste eigentlich locker reichen, dass der wieder zurück ist, bevor der andere leer wird. Sonst weiß ich auch nicht, was passiert. Aber so lange bleibe ich noch dabei, auch wenn das Video jetzt etwas länger wird. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit, weil ich habe vorhin vergessen, Pause zu drücken. Das muss ich alles rausschneiden. Momentan ist meine Aufnahme bei 50 Minuten.
Hab ein Wurmloch versaut vorhin. Aber das schneide ich noch so hin, dass ihr das dann gar nicht merkt im Video. Aber ich habe jetzt halt keine Ahnung, wie lang das Video jetzt wird. Aber das möchte ich noch überprüfen, ob der rechtzeitig ankommt. Ob das klappt. Weil falls der Güllewagen, wo jetzt auf dem Feld ist, vorher an dem Überladepunkt sein, müsste es ja trotzdem gehen, wenn dann der kommt. Müsste ja auch überladen. €4.000 kostet mich das jetzt noch, solange ich nicht selber Gülle habe. Kann man verschmerzen, aber ich bin trotzdem froh, wenn ich meine Kühe habe. Das heißt, ich muss da ein bisschen Geld verdienen, dass ich mir endlich Fitzi-Spritzi zulegen kann, damit ich an die Vitamine komme. Dann brauche ich noch die Spezialfutterfabrik, wo das Mineralfutter hergestellt wird, und dann kann ich mir die Kühe zulegen. Und dann hoffentlich schnell Schweine, dass ordentlich Gülle nachkommt. Und dann werde ich das System, das ich hier jetzt bei Feld 8 anwende, auf jedem Feld machen. Hab extra den Anhänger so gemacht, dass der das Doppelte fasst, wie der Gülle-Ausbringer auf dem Feld laden kann. Ah, das wird spannend. Wer ist zuerst auf dem Überladeplatz? Und da das ja funktioniert, kann ich es jetzt auch eintragen. So. Machen wir erstmal hier alles zu. Wie mache ich das? Gülle zu bringen. Feld 08. Ah, passt nicht. Da machen wir F. Strich, nee, Strich 08. Zack. Und da kann ich jetzt alles einsortieren hier. Nee, muss ich anders machen. Das Feld 8 lasse ich weg, natürlich. So, der steht schon. Oh, jetzt wird's spannend. Klappt das Überladen trotzdem? Da kommt der Kamerad. Zack. Und die Gülle wird rübergeladen. Oh, das ist ja... Oh, mein Herz schmilzt dahin. Der einzige Wermutstropfen, den ich jetzt habe, was mich aber nicht sehr stark stört, ganz ehrlich gesagt, ist, dass der Kamerad hier den Motor nicht ausmacht jetzt. Oh, jetzt macht das. Siehst, man muss einfach nur schimpfen. Einfach mal schimpfen und dann klappt es. Haha.
Oh, das muss ich ändern. Das gefällt mir gar nicht hier. Ach. Gülle zu bringen. So muss das sein. Und die Nummern stehen ja dann hier. Gülle zubringen für Feld 6. Wenn ich jetzt ein anderes Feld mache, habe ich ja die Feldnummer da. So ist das dann besser. So, machen wir den Schlabampel zu. Gehen hier hin. Und dann würde ich sagen, ich mache das Feld hier jetzt ohne euch fertig. Euch gebe ich jetzt Feierabend. Ja, das war jetzt ein etwas wirres Video wegen dem anderen LKW, der mir jetzt Schwierigkeiten gemacht hat. Aber trotzdem bin ich mit dem Endergebnis sehr zufrieden. Ich habe meinen Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Wenn ja, dann schaut doch morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao, ciao, euer Obi.